Hi, hier ist dein Arik F. Ein kurzer Hinweis, bevor dieses Video hier anfängt. Das Video ist Teil einer Videoreihe, die ich gedreht habe zum Thema Nachhaltigkeit. Die Videos bauen aber thematisch aufeinander auf, sodass du die Videos davor möglichst geschaut haben solltest, um dieses Video und die Begriffe darin auch zu verstehen. Falls du das noch nicht gemacht hast, kannst du zurückspringen. Ich habe die Playlist hier unten und hier oben verlinkt. Ansonsten geht's jetzt einfach weiter. Los geht's! Okay, ich gebe euch ein kleine Einführung in den ökologischen Fußabdruckrechner. Da gibt es ein paar Feinheiten zu beachten vom Global Footprint Network. Also ihr ruft dann halt diese Seite auf und drückt hier auf diesen Fuß. Ja. Hier müsst ihr eure E-Mail-Adresse eintragen. Dann drückt ihr auf Absenden. So, und dann geht es auch schon los. Und jetzt habt ihr hier immer solche Regler, wo ihr irgendwas einstellen könnt. Also euch werden Fragen gestellt und die müsst ihr beantworten. Und in manchen Fällen habt ihr auch die Möglichkeit, hier Details anzugeben. Ja? Also zum Beispiel hier beim Essen, ja, könnt ihr hier den Regler verschieben, was aber sehr grob ist. Ja? Hier kann man sagen, okay, man ist Veganer oder man isst sehr oft Fleisch. Und ja, dann ist man Vegetarier, aber hier gibt es auch noch so Unterstufen von Vegetariern. Und wenn man das halt genau angeben will, klickt man hier drauf und hier kann man dann noch weitere Fragen beantworten. Muss aber dann auf Abspeichern drücken, ja? Also nicht das vergessen. So, und hier rechts habt ihr halt so einen Button, so einen Pfeil nach rechts. Der ist manchmal nicht so deutlich zu sehen und hier könnt ihr nach links und rechts navigieren. Ja? So, und dann geht es halt weiter mit anderen Themen und manchmal gibt es ja auch so eine Infoleiste, da stehen ja irgendwelche Tipps drin oder so, ja, oder Erklärungen zu den einzelnen Fragen. Und so klickt ihr euch halt durch, ja, also es ist eigentlich relativ narrensicher. Und am Ende bekommt ihr raus, welcher euer persönlicher Erdüberlastungstag ist, ja, also wann ihr die Ressourcen, die euch eigentlich zur Verfügung stehen, aufgebraucht habt und wie viele Erden wir bräuchten, wenn alle so handeln würden wie ihr und alle so konsumieren und leben würden wie ihr oder bin, ne? wie ich jetzt in diesem Beispiel. So, und ihr seht, ich habe hier auch schon alles vorbereitet. Ich habe bei mir kommt der 18. Mai raus als Erdüberlastungstag und genau, im Jahr 2018 war der am 1. August, ja, also je früher der ist, desto schlechter, ja. Im Durchschnitt kommt er erst am 1. August sind die Ressourcen der Erde aufgebraucht, ja, also im nachhaltigen Sinne. Und ab dann beginnt der Raubbau. Und ihr seht, bei mir ist es der 18. Mai, das heißt nach 5 Monaten habe ich schon die Ressourcen, die mir zustehen, aufgebraucht. Und ja, das ist mal richtig asozial. Ne? Also, ja, das ja, finde ich irgendwie nicht witzig. Ne? So, also ihr seht ja, das ist nicht gut. Ja? Also ich habe jetzt, wenn ich das sehe, kriege ich sofort ein schlechtes Gewissen. So, und hier unten seht ihr, ich bräuchte 2,7 Erden, sorry, wenn ich so weitermachen würde. Und ja, das ist auch mal nicht so gut. Ne? Und hier könnt ihr mal drüber klicken, wo stehe ich im Vergleich zu anderen Durchschnitten. Und da seht ihr aber zum Beispiel USA, die brauchen ja 5 Erden durchschnittlich. Ja? Oder in Deutschland brauchen wir 3,2. Also im deutschen Vergleich liege ich da eigentlich noch drunter. Ja? Also das ist auch richtig so, weil ich da durchaus auf ein paar Sachen achte. Im Vergleich mit Brasilien liege ich deutlich schlechter. Aber ihr seht halt, in den industriellen Ländern, ja, verpulvern wir halt die Ressourcen zu sehr. Und das ist echt schon krass, ja. Also, ich achte schon echt auf einige Sachen, aber trotzdem bin ich hier weit über dem, was mir zusteht, über mein Pensum, ja. Und ja, das werde ich hier nicht so auf mich sitzen lassen. Das muss ich ändern. Also von diesen 2,7 Erden muss ich runter und letztendlich muss ich unter diesen Durchschnitt kommen, der mir zusteht. Ja. So, also ich habe 2,7 Erden. Gucken, was bei euch rauskommt. Und wenn man einen weiterklickt, dann bekommt man hier nochmal Ergebnisse im Detail. Ja. So, dann kann man halt den ökologischen Fußabdruck
nach unterschiedlichen Kategorien sehen, ja, also zum Beispiel, wie viel geht auf bebautes Land drauf, wie viel auf Waldprodukte, Ackerland, Fischgründe und CO2-Fußabdruck. Also ihr seht hier auch, dass der CO2-Fußabdruck den größten Anteil annimmt, ne? Der liegt irgendwie so durchschnittlich auch bei über 60%. Ja? Also 60% des Fußabdrucks, den wir haben, ist der CO2-Fußabdruck. Also halt die Fläche, die wir brauchen, um den CO2-Ausstoß in Pflanzen und Bäumen zu binden. Ne? Das ist schon ein Riesenanteil. Ne? Und auch natürlich auch wieder wenn man das weiß, eine Schraube, an der man auch drehen kann. Ne? So, und hier seht ihr auch, wenn ihr draufklickt, also drüber geht mit der Maus, nicht draufklickt, dann seht ihr auch, wie viel ihr für Lebensmittel, Unterkunft, Mobilität, Waren und Dienstleistung, ja, welchen Anteil da halt diese einzelnen Kategorien an eurem ökologischen Fußabdruck haben. Ne? Also von meinem ökologischen Fußabdruck, der ist bei 4,5, also ich brauche 4,5 globale Hektar pro Jahr. Und da macht Mobilität den größten Anteil aus. Ja? So, danach kommen Lebensmittel, danach kommen Dienstleistungen, danach Unterkunft und danach Waren. Ja? So, also wenn man an Schrauben drehen will, dann sollte man erstmal an den größten Schrauben drehen, wenn das irgendwie geht. Ja? Und der CO2-Fußabdruck, der wird in Tonnen pro Jahr, also CO2-Emissionen in Tonnen pro Jahr gemessen oder angegeben hier, der liegt bei 8 Tonnen. Also ich verpulver hier 8 Tonnen laut dem Tool. Und das macht 61% meines gesamten ökologischen Fußabdrucks aus, ne? Also der CO2-Anteil daraus. Ja, also so funktioniert das, ne? Und wenn ihr hier noch weiter auf diesen Button drückt, könnt ihr Lösungen erkunden. Da stehen so ein paar Tipps, was man machen soll und wie das in Zukunft irgendwie geändert werden kann. Und hier unter mehr Infos könnt ihr auch noch weitere Seiten aufrufen, in denen noch weitere Informationen dazu stehen. Ja? So, ich möchte jetzt mal einen Cut machen in dieser Videoreihe. Falls dir das Video gefallen hat, dann bitte gib mir einen Daumen hoch, kommentiere bitte konstruktiv, verteile das Video an alle, die du kennst und abonniere meinen Kanal. Und dann vergiss auch nicht, unten diese Glocke zu drücken, damit du über neue Videos informiert wirst. Ich hoffe, dass wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen werden. Die werden auch gleich eingeblendet. Und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ciao, dein Arik F.